Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, um 6% sollen die Einkommen im öffentlichen Dienst steigen, so die Forderung der Gewerkschaften. Ich sage, recht haben Sie, das ist eigentlich das Mindeste. In den Tarifverhandlungen haben wir jetzt erlebt, dass die Arbeitgeber gerade einmal 0,6% bieten. Unter anderem ist dort auch mitvertreten der Innenminister de Maizière. Rechnerisch ergibt sich das aus den 3-0-Monaten und dieser 1%, die es erst ab 1. Juni geben soll. Das ist eigentlich gar kein Angebot. Es ist eine Zumutung. Nein, es ist im Grunde eine Unverschämtheit, das ist eine Provokation, mit solchem Angebot aufzuwarten. Im Jahr 2017 sollen die Beschäftigten dann noch einmal 2% dazu erhalten, jedoch auch erst Mitte des Jahres zum 1. Juni. Und damit reduziert sich dann auch diese Erhöhung auf gerade mal 1,2%. Auch das ist wirklich skandalös. Und dann wollen die Arbeitgeber auch noch, dass die Eigenbeiträge der Beschäftigten zur betrieblichen Zusatzversorgung in Stufen um bis zu 0,4% erhöht werden. Und ich finde es doch eigentlich pervers, eine Mini-Erhöhung anzubieten und gleichzeitig höhere Belastungen der Beschäftigten zu fordern. Ich finde, Verdi hat recht, wenn Sie erklären, Hände weg von unserer betrieblichen Altersversorgung. Gerade in den heutigen Zeiten, wo wirklich selbst von der CSU her problematisiert wird, wie die Perspektiven in der Rente sind. Wenn ich Krankenpfleger oder Erzieher wäre oder wenn ich bei der Müllabfuhr arbeiten würde, ich wüsste ganz genau, was ich jetzt zu tun hätte. Streiken, weil das ist aus meiner Sicht die einzige Antwort, die jetzt angezeigt ist. Und es ist, finde ich, auch sehr richtig und begrüßenswert, dass Verdi jetzt zu Warnstreiks aufruft. Die Vorstellungen der Arbeitgeber laufen letztendlich auf Reallohnverluste hinaus. Man kann nur staunen, so wenig wert ist ihnen die Arbeit der Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Das finde ich wirklich schon zynisch. Die Schieflage zwischen der faktischen Stagnation seit 2000 bei den Reallöhnen und bei den Gewinnen, die preisbereinigt seit 2000 um 30% gestiegen sind, wird immer größer. Seit dem Jahre 2000 wurde im öffentlichen Dienst der verteilungsneutrale Spielraum, also der die gesamtwirtschaftliche Produktivität und die Inflationsrate umfasst, nicht ausgeschöpft. Der Rückstand liegt mittlerweile in diesen 15 Jahren bei 6%. Von daher ist doch vollkommen klar, eine 6%ige Erhöhung, wie sie jetzt von Verdi gefordert wird, ist genau richtig und würde endlich diese skandalöse Lücke schließen. Deshalb fordere ich die Bundesregierung auf, den Innenminister auf. Ja, ich fordere Sie auf, sehr gut. Es ist irritierend, dass Sie dort sitzen. Ich fordere Sie auf die Forderungen der Gewerkschaften einzugehen und sie zu erfüllen. Das wäre das Mindeste. Dann haben Sie auch gibt es auch keine Warnstreiks mehr. Auch im Vergleich mit der Industrie ist der öffentliche Dienst abgehängt. Die Lücke beträgt rund 10 Prozentpunkte. Ja, ist denn die Dienstleistungsarbeit an Menschen, die Pflegearbeit, uns so viel weniger wert als das Zusammenschrauben von Autos? Ich finde, da liegt irgendwas vollkommen schief in dieser Gesellschaft. Steigende Löhne im öffentlichen Dienst sind ein wichtiger Beitrag zur Stärkung des privaten Konsums und damit der Binnennachfrage. Und sie sind auch wichtig, um die Deflation zu bekämpfen. Die gleichen Politiker, Herr de Maizière, die EZB wegen der Nullzinspolitik schelten, sind jetzt dabei, eine Lohnerhöhung anzubieten, die absolut deflationär wirkt. Wenn Sie so weitermachen, hat die EZB nie eine Chance, aus ihrer Politik, die ich ja auch kritisch beurteile, aber dort herauszukommen. Es ist vollkommen abstrus, was Sie dort hingelegt haben. Die Forderungen von Verdi kosten Bund und Kommunen etwa 6 Milliarden. Angesichts eines Haushaltsüberschusses von 30 Milliarden kann doch wirklich niemand behaupten, es ist kein Geld da. Um den Arbeitgebern beim Nachdenken zu helfen, kann ich jedenfalls nur den Beschäftigten empfehlen, beteiligt euch massenhaft
an den Warnstreiks, die jetzt von den Gewerkschaften von Verdi dazu aufgerufen wird. Dankeschön. Das Wort hat der Kollege Armin Schuster für die CDU-CSU-Fraktion.